Guten Morgen, yay. Schrauben mit Musik. Ja. Vom Samstag, kleines Video. Weil am Samstag nämlich gar nichts passiert ist. Nick den Block eigentlich wahrscheinlich, entweder setze ich ihn jetzt gleich bei dem Block hier noch davor, das werdet ihr ja gesehen haben, was da noch passiert ist, weil da ist gar nicht groß gewesen. Außer eben dieses Postrad, ne, und so, was ihr vielleicht sehen werdet oder gesehen habt. Und ansonsten jetzt hier mit Schrauben mit Musik gemacht habe. So viel Zeit gehabt. Ja, gucken wir mal, wie auch immer. Heute ist Montag. Ich gehe wieder in den Keller und wir sehen uns dann gleich unten. Licht an. Gut, na dann mache ich jetzt erstmal auf. Ich räume jetzt erstmal alles raus, wie immer. Wisst ihr ja Bescheid. Treue Zuschauer wissen mehr. Dann sortiere ich mal meine Gedanken. Und dann schauen wir mal, was wir heute machen. Das wäre mein erster Gedanke. Naja, Traum habe ich jetzt nicht so weit gedacht. Ja, das ist aber schlecht. Denkst du deinem Traum so? Oder ist bei mir schlecht, dass ich so denke? Aber ich werde erstmal diesen Nutella aufnehmen. Im Gottesdienst, ja. Was für ein Ding? Im Gottesdienst, sag ich da mal, Alter. Mann schlägt Pfarrer nieder im Gottesdienst. Pfarrer! Ja. Pfarrer! Ja. Was hat denn das mit Fahrrad zu tun? Was meinst du? Sag mal her, was stimmt? Wieso war ich das? Ich meine, wo ist ein Quatsch? Nee. Du gehst doch hier in der Kirche mit. Politik fordert Verdienstkreuz für Reichstagshelden. Reichstagshelden. Ja. Zwei Mann in vier. Zwei drei Mann. Polizisten oder drei gegeben, mal drei in den 400 Demonstranten am Reichstag. Ja, dann mal vor. Das ist für ein Spaß. Hier, bitte. Wolfgang, das sind die gute Neuigkeiten. Hallo, fürs noch dazu? Ja. Das ist fürs Luft aufpumpen. Geht das? Ja, klar. Was tun wir noch unten? Mali, steht die da unten bei dir? Steht sie nicht. Sie nicht oben. Hast du? Na, das bestimmt hier, oder? Jo. Ja, ich weiß nicht, was die Kaffeekasse werden. Ich weiß, aber ich mach's trotzdem. Danke sehr. Danke. Hast du die Rundschrift oben gestellt? Ja. Okay. Das ist ja irre. Halt mal fest. Irre. Das war einfach am Samstag. Vorderradblatt und Hinterradblatt. Drei Polizisten, wie kann das nicht sein? Eine lang angekündigte Demo am Potsdamer Platz wegen Corona.
Wie kann man da nicht damit rechnen, dass die mit Franken kommen? Dann stehen da drei Polizisten. Das heißt, es muss irgendwie. Also stehen da nicht nur drei Polizisten, ist natürlich auch ein bisschen überspitzt. Da standen bestimmt Hunderte, waren bestimmt im Einsatz. Aber eben vor dem Reichstag. Muss bestimmt jemand wieder zurücktreten mit. Ja, ja. Ja. Der Polizeichef. Der das organisiert hat. Was macht der denn? Der kann ja auch pumpen eigentlich. Oh, ey, aber es ist 6 Uhr. Guck nicht so langweilig. Das ist Wahnsinn, oder? Auch das ist da wirklich so diese Vermischung jetzt der politischen Interessen. Ist absurd einfach. Jahrzehntelang haben sie nur sich gegenseitig zum Aufgeilen, zum Hochgeilen, egal wer, egal welche Richtung. Und jetzt gibt es quasi eine Koalition im Widerstand. Wie geht denn das? Ja, aber das ist eine politische Sache. Eine politische Sache ist eine Ideologie ist, das ist doch nicht veränderbar. Das kann man doch nicht ablegen auf einmal. Meinst du jetzt die Reichsbürger? Ja, also AfD, Reichsbürger und Linke zusammen mit. Und am wenigsten hätte ich von den Linken gedacht. Ich hätte gedacht, die nutzen das voll aus, Maskenpflicht, geil, vermummt, rennen sie die ganze Zeit durch die Straße. Halt verboten bis Ende des Jahres und vielleicht sogar noch nächstes Jahr. Ja. Ja, alles, Demonstrationen, Veranstaltungen, alles verboten. Die Leute fühlen sich beschnitten in ihrer Freiheit. Was für so lange bekämpft wird. Aber es ist doch nur verboten. Aber es ist doch nur verboten. Versammlungsfreiheit. Und nochmal, aber es ist doch nur verboten. Weil doch die auf Veranstaltungen diese Corona-Regeln nicht eingehalten werden. Was ja logisch ist. Weil so eine Veranstaltung kann man nicht einhalten. Ja, aber dann willst du das am Badesee einhalten. Warum ist es da möglich und so eine Veranstaltung nicht möglich? Warum ist es in der Kita kein Problem, die Kinder zu bringen und reinzugehen und die Kinder spielen ohne Mundschutz und in der Schule dürfen die sich nicht mal berühren, weißt du? Ja. Weil es eine außergewöhnliche Situation ist. Und jeder macht, wie er denkt. Genau, weil es damit keinen Umgang gibt. Einfach. Es gibt ihn einfach schlichtweg noch nicht. Man denkt, es könnte so gut sein. Der andere denkt, es könnte so gut sein. Keiner weiß es. Alle machen irgendwie, wie sie denken. Es gibt keine Norm. Und wenn dann einer kommt und will eine Norm machen, dann passt die nun mal noch nicht für alle. Ist das ganz so gar nicht. Hm? Ganze Jahr nicht. Nee. Jetzt guck dir mal an, was das für ein Scheiß ist. Die Kinder sind ein bisschen erkältet und müssen zu Hause bleiben. Ja. Das ist. Ich muss zum Arzt gehen. Das ärgert mich auch. Und so eine Erkältung. Niemals würden wir wegen einer Erkältung zum Arzt gehen. Also wegen so einem Schnupfen. Und so eine Erkältung dauert gerne mal 2 Wochen, bis das völlig weg ist. Ja. Aber das mache ich nicht mit. Wenn die Kinder keine Halsschmerzen haben, das ist ja immer das, womit es anfängt mit Halsschmerzen. Und dann, wenn die so ein bisschen weg sind, dann schicke ich die wieder in die Schule. Ich weiß nicht, ob das in Ordnung ist. Natürlich muss das in Ordnung sein. Wie soll das denn sonst gehen? Ja. Und dass so ein System nicht funktioniert, wie sich der Staat das vielleicht ausdenkt, so, wir machen die Regeln jetzt so, ist ja auch nur ein Versuch. Das sieht man dann anhand der Bevölkerung, wie sie reagiert. Mit Protesten, mit Verweigerungen. Und dann muss angepasst werden, dann müssen Kompromisse gefunden werden. Aber es muss auch darauf eingegangen werden, das ist wichtig. Und wenn man nicht darauf eingeht, dann hast du am Ende so was, dass sich das so vermischt, auf einmal das Politische hinten ansteht und die vermischen sich, bringen sich alle zusammen und machen hier einen Bürgerkrieg vielleicht noch draus.
Nicht zurecht. Ich habe auch die Nase voll. Das ist gefährlich. Ich weiß. Das ist richtig gefährlich. Mhm. So weit darf ich gar nicht erst kommen. Deswegen muss der Staat, die Staatsführung, muss auch eine Führung sein. Man muss es halt, der Staat ist für den Bürger auch da. Der Bürger sind nicht nur die oder die in der Mitte oder die oben oder die unten, sondern es sind alle. Man muss Kompromisse finden. Wer nicht kompromissfähig ist, ist natürlich schlecht dran. Weil dann kann er in der Gesellschaft nicht existieren. Aber die gibt es ja immer. Mich nervt das ganze Thema. Ich will davon gar nichts mehr hören. Ja, aber du wirst davon hören. Ich meine, das ist doch so toll. Ja, wann war das? Vorgestern? Vorgestern und gestern. Das ist doch absolut absurd. Da so die Leute aufzupeitschen mit diesen Fake News. Also das regt mich ja richtig um. Und dann jetzt mal sehen müssen, wie Arndt abgeht. Entschuldigung. Ja. Ja. Das genau das wollten die damit ein. Oh Mann, scheiße, ich war nicht dabei. Ja, genau. Bei der nächsten Demo rennen noch mehr hin, weil sie denken, boah, jetzt mach ich mal mit. Da rennen doch Leute hin, die ein bisschen mehr, die vielleicht dieses Ding mehr haben. Dann gibt es ja eine Energie. Und die Energie kann schlecht sein für die Masse, die angreift. Die kann zurückschrecken erstmal. Oh Scheiße, das wollten wir jetzt nicht. Aber wenn vorne nur die stehen, die sowieso, war so, da steht keine Mutter mit dem Kind oder so, die protestiert wegen, oh Scheiße, in der Schule, das gefällt mir nicht, wie das läuft und die dürfen sich nicht anfassen. Die steht nicht vorne am Reißtag und beschimpft Polizisten, aber macht eine Notiz, war auch unzufrieden, aber die steht irgendwo jetzt hin, die kriegt das gar nicht mit. Weißt du? Vorne stehen die wollen. Und wenn es denn die Energie gibt, da durchzuziehen, dann gute Nacht. Dann ist vorbei. Und das ist nur so. Das ist nur der eine Tropfen bringt den fast zum Überlaufen. Das stimmt immer wieder. Und das muss man echt beobachten, analysieren und das verschlafen die auch. Und genau, und reagieren. Und das verschlafen die anscheinend. Also das funktioniert gerade nicht. Ich verstehe, ich kriege ja so wenig mit hier. Ich weiß ja nicht, ob das richtig ist, weil ich das interpretiere für mich. Aber wenn ich das so lese, musst du die Hälfte wegstreichen davon natürlich. Aber wird schon so sein. Ja, das war schon. Zwischen Fake News und, also das, was Arndt mir erzählt hat den Tag, weil er mir jede Fake News alles davor gelesen hat, wo ich gesagt habe, es war Fake. Warum machen die sowas, um noch mehr Aufruhr zu Ja, na klar, um Öl ins Feuer zu kippen, um damit die Leute sagen, oh geil, scheiße, ich war nicht dabei, oh, das geht da richtig was los. Die freuen sich ja auch. Das ist ja auch ein bisschen Sensationslust mit dabei. Und umso größer die Masse ist, die man dann in der Dynamik bewegen kann, umso geiler ist es natürlich. Was sind 400 Demonstranten vom was sind denn 400 Demonstranten? Das ist ja nicht mal der Rasen voll davor. Jetzt würde ich meinen, das ist doch nicht. Da stehen 1000 Polizisten normalerweise und dann ist gut. Aber was sind 40.000 Demonstranten, die dann einfach mal den Weg gehen, diese Dynamik haben? Was ist mit dem Fußballstadion, wenn es irgendwo anfängt zu brennen oder was war da? War da so, wo dann die ganzen Leute zerquetscht wurden oder so, bei der Love Parade, wo dann alle nach außen dringeln und alle tot getrampelt werden. So einfach kann es gehen. Du kannst das Ding ja einfach überrollen. Das ist ja nur eine symbolische Sache, der Reichstag eigentlich. Der hat ja damit nichts zu tun. Ne? Aber ich finde das beängstigend, also wirklich. Und dass genau 100 Jahre später sich die Geschichte wiederholt, alles wiederholt. Eigentlich. Mit Krieg, mit Seuche, mit Unzufriedenheit der Leute einfach. Ne? Wirtschaft kommt jetzt demnächst. Genau 100 Jahre später. Oh, merken wir jetzt bald. Ja, das denke ich nämlich auch. Schießt du da? Das ist doch nämlich den Sachen alle nicht immer. Dann kannst du Grundstücke für ein paar Goldstücke kaufen. Glaube ich nicht. Ich glaube, sowas wird ziemlich teuer werden. Oder meinst du, die Leute verkaufen das, weil sie kein Geld mehr haben?
Ich habe letztens hat eine bei Obi ja nämlich gefragt, naja, sie würde sich nämlich gerne mit ihrem Mann ein bisschen Haus kaufen. Aber dann hat sie nämlich so gefragt, habt ihr gerade Geld, also an die Hausbesitzer, habt ihr Geldprobleme durch Corona? Dann würde sie nämlich gerne noch warten, wenn sie weiß, sie kann im Haus in ein, zwei Jahren dadurch ein paar 10.000 Euro billiger kriegen. Weil es sind ja nicht die Hausbesitzer, es sind die wiederum, die das Haus nicht besitzen, sondern wo das Haus die Bank besitzt. Die noch abzahlen. Die haben Probleme, weil die können die Kredite nicht mehr. Es ist doch nur 1 plus 1, das kann man sich ja, da zusammenziehen. Halt, ich würde so eine beschissene Frage überhaupt nicht in den Boden stellen. Ich würde mich schämen dafür, dass ich so. Die zerrissen in der Luft. Ja, ich würde mich dafür schämen, so eine Frage zu stellen. Ja. So eine asoziale. So eine Olle. Wenn es dir schlecht geht, dann bin ich davon. Ja. Das Haus ist wirklich ist ja auch schlimm. Nicht nur ein Haus, sondern auch ein Zuhause. Ne? Das ist ein Lebensmittelpunkt. Ja. Ein Familientreff, wie kann denn so eine Olle so. Weißt du, ja, das sind genau die Menschen, die. Die darauf warten. Das fand ich auch unmöglich, die Frage. Wie kann denn das sein, ey? Da kann man sich doch eins und eins zusammenzählen. Ich meine, so dumm wie die Frage ist, ist so dumm ist es überhaupt, diese Frage zu stellen. Ja, ein paar waren so, naja, hast du eine berechtigte Frage? Ja, weil, ja. Dass die wahrscheinlich genauso denken. Ja. Und die meisten, die haben sich darüber wahnsinnig aufgeregt, wie das was für eine Frechheit. Darauf zu spielen. Weil nicht die Reichen trifft, die da auch schon besitzen und noch ein Haus und noch ein Haus, das ist ihnen scheißegal. Mhm. Trifft die, die gerade noch abzahlen. Mhm. Also viele. Vielleicht auch ganze Leben dafür gearbeitet haben schon. Ne? Genau. Hast du eigentlich gesehen, dass du einen Einhorn an der Wand hast? Musst du die ganze Zeit drauf gucken. Mhm. Ja, siehst du das auch? Ich denke mal. Das ist eine Sicherheit auch. Ja. Und das Auge sitzt genau an der richtigen Stelle. Ja. Das springt so ein bisschen, das Bein ist. Das Bein ist angewinkelt. Ja. Ja, mal umreißen. Jetzt kommt doch die Erkältungszeit. Was sollen denn die Kinder machen? Sollen die jetzt alle zu Hause bleiben? Ja, sie sind gerade in der Schule für 2-3 Wochen und jetzt auf einmal sollen sie wieder. Ich meine, wie lange ist sie jetzt in der Schule? 3 Wochen? Und jetzt sollen sie wieder zu Hause bleiben, um die Erkältungszeit abzuwarten oder was? Sollen die alle in der Glasglocke im Reagenzglas groß werden jetzt mal auch noch? Nicht nur gezeugt, sondern auch im Reagenzglas groß gezogen. Dann hast du den Winter im Winter nochmal, dann hast du im Frühjahr nochmal und im Sommer Sommergrippe, Wintergrippe, Frühjahrsgrippe, Herbstgrippe. Ich meine, was soll denn das? Und das bei unserer Familie. Ist ja auch schwierig, wenn man eine Tochter hat, kann man sich ja vielleicht irgendwie so auch fernhalten von allem, aber. Ja, aber bei uns besucht jeder eine andere Einrichtung. Das Gabi geht in die Kita, ohne Besuch geht auch die Kita an eine andere Gruppe. Die bringen halt alles mit? Ist in einer anderen Schulklasse, Anu ist in einer anderen Klasse. Jeder geht irgendwo anders hin noch. Anu trifft sich mit Lisa. Weißt du? Oh, ist das ätzend, ey. Lumen geht noch zu Barbara und Moritz und. Ich habe hier auch mit Menschen zu tun, aber das ist ja alles mit Abstand. Hier ist ja alles okay. Ich meine, das ist ja nicht mehr so. Das geht schon wieder. Die Konstruktion wird schon wieder. Ja. Nee, das ist bestimmt Alex. Das ist Alex. Ja, Alex macht sich da unbeliebt im Moment. Sehr, total. Ich werde wieder so verstorben. Ja. Macht da Lautsprecher am Fenster und macht da irgendwelche. Klatschen die Schuhe. Wir werden mal ein Kiez sein. Aber Alex. Mit Alex. Seine Ansichten. Kann er alles sagen. Kiez-Senf ist Kiez-Senf. Kiez-Senf ist das Format, wo er alles sagen darf. Was soll er alles machen? Ich bin nicht dabei. Ich bin nicht. Musst du nicht. Doch, du bist dabei. Du bist geladener Gast zum. Nicht zum Diskutieren. Einfach nur zum. Ja, zum Zuhören, aber das will ich auch sagen. Deine Meinung, also dein. Wie hat Corona
auf dich zu hören. Das ist der Kitzel. Und dann kann jeder sein Ding erzählen. Und zum Schluss wird diskutiert. Dann kannst du ja gehen, du musst ja nicht diskutieren darüber, das ist Quatsch. Aber so, diese, das ist auch gar nicht so schlecht, wenn du das nochmal so erzählst. Hörst du die Schafe? Mhm. Damit meint er die Gruppe da unten, diese Schafsherde, die sich da einfach blind lenken lässt und macht doch Rufe alle hinterher, geht doch zum Corona-Test. Das ist doch das Absurde, dass das gar nicht. Das cool. Klar, cool wäre alles, ja, logisch. Cool wär, guck mal, ist cool wäre ein Impfstoff. Ja? Ganz einfach. Machen wir uns einen Impfstoff. Warum gehen so eine blöde Erkältung mit Impfstoff? Nein, ich sag dir warum. Ich sag dir warum. Nicht weiß warum. Sag. Leute. Ja. Dann sind die beruhigt. Genau. Dann sind die beruhigt. Und dann läuft alles wieder normal. Das ist das, was ich gut fände. Was ich fände, wäre doch schön, wenn wir schon mal schwärmen könnten. Ist ja furchtbar. Oh mein Gott, die andere Pumpe. Guten Tag. Ja, tschau. Also, wenn ich noch zum Elternabend, also an der Moschee, wenn ich gerade Schmerzen habe. Das ist eine Frage. Ich habe eine Maske auf. Außerdem sitzt man in der Turnhalle mit 1,50 Meter Abstand zum nächsten. Naja, Maske. Kann ich meine Maske tragen? Die ganze Zeit, oder? Ja. Ich nicht. Normal, ich muss sicher. Ja, wir noch ab und noch eine Chance. Das ist auch ganz wichtig, dass jemand, was dir das erzählt, auch. Die macht sowas immer noch für sich. Wenn ich sie frage, sie kommt manchmal so früh mit nach Hause. Was ist los? Ich will nicht darüber reden. Und sie bleibt dabei. Sie redet nicht mit mir darüber. Weißt du? Das ist natürlich schwierig. Das ist total schwierig, weil sie ist schon so verschlossen. Und wenn da so eine Arschgesichter sind, die sie noch weiter ärgern oder das macht ihr alles mit sich. Das geht nicht. Und ihr Selbstwertgefühl wird sinken und sinken und sinken. Und hat dann zum Schluss keins mehr. Sie muss uns das sagen. Sie muss viel fragen bei ihr. Ich finde, das ist für mich schon Mobbing, was der Junge da gemacht hat. Mit diesem Aufruf starten müssen. Ja, klar ist das Mobbing. Das ist Mobbing. Das ist richtig ausgrenzen und bloßstellen, finde ich auch. Vor allen Kindern, weißt du? Wer hasst alles Lügen? Also der hebt die Hand. Oder der meldet sich oder so, weiß ich. Und alle, die Hand gehoben haben. Da haben wir ja noch echt gut gemacht. Also die, klar, da gibt es immer mal Reibereien, ne? Aber die Klasse selber ist ja eigentlich ganz toll. Die verstehen sich ja alle ganz gut. Ja. Klang sehr, wirklich, wird ganz geschockt auch geschrieben. Ich bin schockiert, das geht gar nicht. Ich schreibe sofort eine E-Mail an die Eltern und werde morgen mit den Lehrern und mit dem Jungen sprechen. So ein Verhalten kann sie nicht tolerieren. Kann die Schule auch nicht, ne? Nee. Dann habe ich ihr nochmal geschrieben, dass unabhängig von Lumen auch genau den gleichen Vorfall, also den Vorfall genau gleich geschildert hat. Also das ist so passiert, wie Lumen es gesagt hat, erzählt. Genau mit dem gleichen Wortlaut. Nicht, dass es dann nämlich heißt, es stimmt ja gar nicht, mein Junge sagt sowas nicht, weißt du? Tommy? Ja. Naja. Nee, gib mir einen Kuss. Nein, eigentlich. Oh nee, das spielt auf der Schule. Hallo. Gut, ich habe jetzt eine Sache zu machen, und zwar, weil das mein eigenes Rad ist, was kaputt gegangen ist, den einen Tag kam einfach so, habe ich gehört, draußen so,
Luft raus. Also hat einen Schlauch auf ihm und den werde ich jetzt reparieren. Von einem Mietrad von mir selber. Ich denke, du musst nicht mehr neue Räder. Also grün da. Reichstagsbrand 2020. Kriegen wir mal hin, wa? Sind da bescheuert, oder? Urplötzlich sind Reisbewerber da und wie sich was, Alter. Da haben die einen Knall, oder was? Achim wollte heute ein bisschen früher kommen. Mal gucken, wann er kommt. Er kommt bestimmt erst 15 Uhr. Ist ja auch genug. Früher muss er gar nicht kommen. Noch nicht unbedingt. Weil bis jetzt haben wir zwei, drei Sachen zu tun. Also hier den Antrieb zu ändern. Sprich, der muss die Kassette hier noch aufschrauben. Die Kassette ist da, die muss er aufschrauben, die Kette muss er ranmachen und das Schaltwerk muss gereinigt werden und hier dran gebaut werden. Die beiden Schaltzüge ran, dann ist das Ding fertig. Und einmal eine Lichtmontage. Also wirklich eine Stollett. Hier an dem Rad. Ja, was los? Hi, na, alles gut? Jo. Motherfucker, ah! Oh. Ja, hier, gibt wieder. Ja, einige, nicht alle. Nee? Ja, dafür gibt es was anderes wieder nicht. Ja, das ist komisch. Mal sehen, irgendwas wieder was ausverkauft war. Aber hier, was ich gesehen habe. Nee, deutsche Technik, ja. Ja, du musst aber darauf achten, es gibt echt Schläuche, da steht auch drauf noch Made in Germany, aber die sind hier in Indonesien. Oder so. Das ist Indonesien. In Korbach, da kommt ja auch Mauser und so her, die ganze Stahlindustrie und der ganze Quatsch. Aber tatsächlich steht's. Hier ist noch eine versteckte Seite. Oh, okay. Unglaublich! Krass, ne? Aber es ist deutsche Technik. Seit 1871, ja, ich sagte. Made in China. Ja. Ja. Hier steht's oben.
Ah, da ist die Marke, genau. Ja. Und nur noch die Top-Modelle, die Schläuche, die eben nicht 6 Euro oder 7 oder 8 Euro kosten, sondern die, die 13 Euro kosten, die Schläuche, die werden in Deutschland verfertigt. Na, das ist ja dann auch ein normaler Preis. Das ist ja auch. Circa der doppelte ungefähr. Ja. Aber was sind das? Nicht so weite Transportkosten, genau, so extra leichte Rennraddecken Decken und Schläuche. Ultraleicht. Kriegen die in China nicht hin. Was kriegen sie denn? Was soll ich hier denn hier runter? Ja. Wahrscheinlich, ne? Mega ärgerlich. Auch wenn man sein Fahrrad zum Beispiel draußen stehen lassen, ist das dumm. Aber. Da wissen gar nicht. Hey, Achim. Bin doch. Ja, komm, rennen damit. Mann, meint, ich soll Frau Spölziger fragen. Ich mach mir vor, wie schön wird hier. Da müsste es hinpassen. Oh. Hä? Wo kommt das her? Hä? Der Rahmen voll gelaufen? Ja. Okay. Mal reingefahren. Das Fahrrad ist halt auch etwas inkontinent. Nicht wasserdicht. Na, wisst ihr, Sattelstütze. Mhm. Egal, wie viel Fette da drin schmierst. Ach so, ja stimmt, du hast ja auch einen offenen Sattel. Ja. Na, dann ist das kein Wunder. So. Guten Tag. Hi. Ja, ein Dach. Ja. Bin nicht zum Arbeiten hergekommen. Nee? Ich wollte ja eigentlich bloß sagen, dass ich mir eine Woche Urlaub genommen habe. Ah, okay. Muss mal irgendwie den Kopf freikriegen. Ich sehe bloß noch Fahrräder. Ah, okay. Fahrräder. Ah. Das ist ja mal eine schöne Gazelle. Ach, dann ist der heute Abend doch gar nicht da. Heute ist ein Elternabend. Dann geht das eh nicht. Das ist wichtig. So lange sieht das für die Narbe nicht gut aus. Na gut. Da ist natürlich jetzt ein bisschen doof, dass der Achim nur gekommen ist, um zu sagen, dass er eine Woche Urlaub haben will. Das hätte er mal heute Morgen schon anrufen können. Eigentlich bei Marlies oder per SMS Bescheid sagen, macht er ja sonst auch. Das ist doof jetzt. Ja, dadurch habe ich jetzt natürlich die Aufträge so ein bisschen, ja. Ich habe gedacht, das kann er machen, das kann er machen. Warten wir ein bisschen ab, gehen wir hier oben am Vormittag ein bisschen mit anderen Sachen an. Dann hat er mich ganz schön hängen lassen, jetzt auflaufen lassen. Zumal heute Abend Termin ist bei, in der Schule, der ganz wichtig ist für uns, wo man hin muss. Jetzt muss ich alle bis 18 Uhr alle Aufträge fertig kriegen. Nicht, dass es zu viel ist, aber kommen ja auch noch Beratungsgespräche zwischendurch und so. Also man kann ja gar nicht einschätzen, ob man jetzt hintereinander weg arbeiten kann. Das habe ich jetzt zu zweit geplant, sozusagen. Ja, schauen wir mal. Ich kriege das schon hin. Schade ist es trotzdem. Schade, Marmelade.
Der Tausch macht Spaß, ne? Ich danke dir. Ja, bitte gerne. Ciao. Ciao. Ja. Gut, okay. Alles klar. Nummer 1 haben wir. Nummer 2. Licht. Lichtauftrag 1. Weiter? Ne, Lichtauftrag Nummer 2. Schon. Einmal habe ich schon Licht gemacht. Es ist jetzt wieder die dunkle Jahreszeit beginnt. Die Leute merken wieder, oh, es wird dunkel. Was ist denn da los? Und wir gucken mal. Hier haben wir nämlich folgendes Problem. Alle Anschlüsse sind dran. Aber es gibt kein Licht. Leute, repariert euer Licht. Die dunkle Jahreszeit beginnt. Und da müsst ihr halt drauf achten, dass so wirklich alles funktioniert. Hier funktioniert ja nichts. Als erstes testen wir den Dynamo. Jetzt habe ich hier meinen Dynamo-Checker. Er leuchtet. Am Dynamo liegt es nicht, der macht Strom. Also ich schließe direkt dieses Teil direkt an die Dynamo-Kontakte hier unten an. An diese hier. Da unten. Und wenn ich dann hier drehe, merke ich ja, ob der Dynamo läuft, ob er Strom macht oder nicht. Weil eben dann diese LED hier leuchtet. Die hat geleuchtet. Jetzt sagt mir, der Dynamo ist okay. Also liegt es an was anderem. Es kann jetzt was ganz Billiges sein. Zum Beispiel können die Kontakte hier drin sein. Da drin, die Kontakte. Da habe ich ja jetzt gerade schon mal gezeigt, wie man das macht. So, die machen wir mal weg. Wie man das macht, dass man die anschließt. Da zeige ich jetzt gerne nochmal. Zwar in voller Länge. Also den Stecker hier öffnen. Habe ich ja gerade ein Video hochgeladen. Macht man wie folgt. Ja, ein bisschen auf Spannung. Dann hier mit einem irgendwas Spitzem reinstecken und dann hat man diese Teile in der Hand. Ah, und da sehen wir, da ist überhaupt kein Kontakt da. Also haben wir vielleicht sogar Glück. Diesen Kontakt werden wir jetzt einfach mal neu machen. Wir stecken ihn hier durch. Warum will er denn nicht? Der will da nicht durch. So, wir stecken ihn weit durch und schlagen ihn um. Ganz wichtig ist dieses Umschlagen. Dann fixieren wir. So, hier. Stecken das Ganze wieder rauf. Ja. Und schauen, ob die Lampe läuft. Schaut an hier, wie die Lampe läuft, wie das hier Wetter. Lampe läuft. Hinten das Licht läuft. Fantastisch. Beste Ergebnis ever. Lichtanlage ist nicht defekt. Brauchst keine neue Lampe. Und das war's. Weg damit. Next. Also schreiben wir hier auf, hier steht ja drauf, Licht austauschen, Vorderrad, beziehungsweise checken, warum kein Licht. War eigentlich für Achim bestimmt. Wäre eine gute Arbeit gewesen, ja. Und da hätte ich gerne mal gesehen, was er jetzt da gemacht hätte. Also das hätte ich mir gerne angeguckt. Schade, wie gesagt, dass er das nicht gemacht hat. Weil ich weiß nämlich nicht, ob er das erkannt hätte. Und das wäre ja auch wichtig, weil ich meine, entweder einem Kunden 30 Euro zu berechnen für eine neue Lampe plus Montage oder eben nur irgendwie 8 Euro für einen Check und so, ist ja eine andere Nummer. Ist ja auch wichtig. Exakt das gleiche Modell. Nur, dass er eine andere Verpackung drumherum hat. Ja, auch mal ganz interessant. Hier gibt es nämlich als Retro-Version. Da steckt hier genau die gleiche Lampe drin. Er ist eigentlich hier dann nochmal festgeschraubt. Ja. Ist genau die gleiche Lampe, genau diese hier. Steckt da drin in so einem Chrom-Plastikgehäuse. Ja. Ja, kaputt. Gleiche Problem. Ich drehe. Oh, das zwirbelt aber ganz schön. Jetzt sind die Lager.
Und hier, ja, wie ich den Schalter stelle, passiert nichts. Woran liegt es? Also einmal haben wir hier natürlich den Kontakt nach hinten. Ja, der ist durch hier. Der läuft nicht. Gucken wir mal. Schauen wir mal hier nach den Kontakten. Beziehungsweise müssen wir ja nicht. In dem Fall machen wir es ganz anders. Und zwar schließen wir einfach meine gute Testlampe hier oben ans Kabel an. Zack. Zack. Und dann lässt es. Na, leuchtet. Also es liegt in dem Fall tatsächlich nicht an dem Kabel, nicht an der Stromverbindung, an irgendwas, sondern offensichtlich hier irgendwo an den Kontakten hier wegen der Lampe. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Okay, haben wir. Licht läuft. Vorne und hinten einmal frei. Schaut hier, vorne, hinten. Mehr muss nicht. Next. Mal gucken, was beim nächsten Mal. Was war denn beim nächsten Mal? Was war bei dem hier überhaupt? Das war nur Licht. Okay, nur Licht. Okay, Licht Nummer 3. Oder das vierte Mal. Beziehungsweise heute Licht. Ja. Hier, die Lampe leuchtet permanent und der Schalter hier oben geht weder an noch aus. Also an ist er, ja. Offensichtlich, aber aus sieht er nicht mehr. Irgendjemand hat das Ding hier gut gehend demoliert. Um das besser montieren zu können, hier das Licht, schraube ich mal eine Seite das Schutzblech ab. Die Schutzblechstrebe. Ui. Schauen wir mal. Jetzt die Lampe vorne. So. Haben wir das auch. Erstmal was machen dafür. Ja, gut, danke dir. Gut, dann bis später. Später. Ciao. Nadel. Okay. Nadel. Nadel, ja. Scheiße. So, wir machen jetzt Elternabend, beziehungsweise die Mutti ist beim Elternabend und der Papa passt auf. Ja? Die ist ja schon weg seit einer Stunde. Ich hab's immer noch nicht geschafft zuzumachen. Also eine halbe Stunde, gut eine halbe Stunde. Ne? Ich mache jetzt zu, okay?
Ja. Ich muss mal Werkzeug noch reinbringen. Ja. Den Werkstattwagen, okay? Ja. Jo. Meine Fresse, du. Ich bin ja so ein Kind und ein Werkstattfahrer. Ja. Leo. Mein Strich noch. So, na dann gehen wir mal. Also würde ich mal sagen, ich verabschiede mich von euch für heute. Wir machen morgen weiter mit dem Tretlagerwechsel bei Shimano Alpin Alpine. Also, bis später. Peter. Ich habe heute Elternabend, also heute ist Elternabend in der Schule und ich muss auf die vier Kinder aufpassen. Ah, ja. Deswegen gehe ich jetzt ein bisschen früher nach Hause mal heute. Ja. Aber sonst immer bis 9. Ne? Sonst immer bis 9, aber heute habe ich keine Vertretung bekommen, deswegen muss ich, egal, ja. Ja, ich mich bei allen erinnern. Unter deinem Hintern. Er hat auch, hier, noch, das hier. Er hat ja auch nur noch ein Bein hinten. Oh. Oh. Dann klemmt am Arsch. Ja. Okay. Tada. Ich glaube, das muss noch ein bisschen wirken. Ich hoffe, dass es danach drauf geht, aber bis jetzt noch nicht. Geklappt. Okay. Bin ich zu früh? Nein, zu spät. Ja, alles gut. So, oh Mann. Das ist die Hercules Blau. Ja. Okay. Einmal. Ja. Ja. Zweimal. Ja. Einmal? Ja. Ja. Viermal? Keine Antwort mehr? Ja, okay. Ja. Ciao, ciao. Hallo. Hallo. Ja. Ah, danke schön. Danke. Was machen wir da? Ach. Komm mal her. Juhu. Na denn jetzt aber, Mensch. Jetzt aber los. Ja. Jo. Was für ein Chaos. Absolutes Chaos hier. Das ist jetzt erstmal was.
Du kannst ja noch welche nehmen, aber lass mir welche übrig. Ich habe ja gar nicht zuerst mehr von dem Netz. Vorne bei den Nachtsachen. Man muss nicht mal eine ganze Packung aufessen. Die reicht manchmal einfach nur eine Handvoll und dann ist gut. Das ewige Hin und Her hält ja keiner aus. Gut. Was denn, ist das leer, wollte ich schon sagen. Kann doch ja nicht leer sein. Zack. Was ist denn da schon wieder los mit dem Schlauch? Ich weiß ja auch nicht. Gut, dann laden wir mal die Videos hoch, beziehungsweise hochgeladen sind sie ja. Wollen wir nur noch aktimalisieren. Jetzt sind zwei ganz kurze Videos, die wir hier machen. Oder gemacht, die ich gemacht habe. Aber ich hoffe. Das reicht euch erstmal. Und wie gesagt, jetzt hier vom Schnitttisch. Ja, ich bin hier. Verabschiede ich mich und sag mal alle Tüte für euch. Wir sehen uns morgen wieder. Macht die Tüte. Bis dann. Ciao. Sagt der Tommy. Papa, und die Skali. Ich will ein Wasser drauf machen. Mama, das Ding, was sie macht. Da kommt mein Wasser. Nicht, bloß nicht so viel planschen mit Wasser. Was ist denn das schon wieder hier? Da ist noch was drauf. Die Ola. Wir sehen uns. Ciao.